Name ist gleich schon zu, Heiko. Also ich zähle gar nicht. Sind auf jeden Fall schon über 10. Ja, 17, keine Kunstpause. Shaker ist schon schwer. Schmeiß mal weg, zu leicht. Schmeiß weg. Zu leicht? Zu leicht. Heiko, ich bitte dich. Soll ich erstmal Kühlpacks besorgen? Für den Bizeps. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Digga. Ja, worauf hab ich mich Bizeps eingelassen? Auch cool. So, willkommen auf meinem YouTube-Channel mal zur Abwechslung. Da war ich ja ewig, fast ein Jahr war ich da nicht unterwegs für euch. Heute aber mal Special Guest. Ich bin der Special Guest beim William. Aber wir drehen ein Video für mich, also für euch. Und wir werden heute ein bisschen trainieren unter anderem. Wir werden ein kleines Armtraining machen, glaube ich. William Niviera. Niviera. Richtig, endlich. William Niviera. Sollten viele Leute kennen vom Instagram, vom TikTok. Der TikTok. Hat sich sag da das nie wieder. Ich mache kein TikTok. Nee? Nein, dabei wird es auch bleiben. Ich finde es ja gut, ich mache es ja auch nicht. Also ich lasse das machen. Ja, korrekt. Nee, bei TikTok bin ich tatsächlich raus. Ja, wie gesagt, wir wollen heute für euch ein Armtraining machen. Der William, der ist auch schon bei der Dennis James Classic gestartet, so wie ich mitgehört habe. Welche Klasse? Classic Physik. Classic Physik und hat dort auch gewonnen. Jawohl. Dennis Wolf ebenfalls. Gewonnen, also, Klassensieg. Ist also kein unbeschriebenes Blatt. Also ich bin mal gespannt, ob ich so ein bisschen aus der Reserve holen kann heute. Ich glaube vielleicht schon. Vielleicht mal so ein, zwei Sachen zeige, die er vielleicht noch nicht gesehen hat. So, weil ansonsten brauche ich ihm das Rad nicht neu erklären. Der Junge kann trainieren, brauchen wir nicht drüber reden. Viel Spaß beim Video. Leco mio. Bereitest du dich vor eigentlich? Also machst du so ein bisschen Dehnung und so? Oder gehst du gleich ans Eisen? Ich mache eigentlich die Übung, die ich mache, mit wenig Gewicht. Zwei, drei Sätze. Ja. Aber ich mache jetzt eigentlich keine Mobility. Gar nicht. Ich dehne mich nicht straight. Ich weiß, es ist scheiße, aber ich mache es vom Beintraining. Bei Arme habe ich es auch jetzt nicht so intensiv gemacht früher, aber bei Schulter, Lat, Brust, Beine, oder auf alle Fälle. Hast du dich echt gedehnt und alles? Richtig. Ich habe es nur bei Beine gemacht. Und in den Satzpausen auch sogar. Okay, krass. Weil da haben die heute ein Handy in der Hand, da habe ich meinen Muskel bearbeitet. Okay. Halt, dass er, ich fand das besser. Und du wirst sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Bizeps bis ans Limit gehen und du gehst danach unter Spannung in die Streckung. Ja. Alter, das ist brutal. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wer ist im Classic Physik dein Favorit bei Olympia? Puh. Ja, für mich ganz klar holt Chris Bumstead wieder den Titel. Was ich auch oft die Frage gestellt bekomme, ist, ob Urs oder Fabian. Ich nehm Fabian auch mal als Deutschen, einfach ja. Österreich, Schweiz, Bayern ist ja alles dasselbe. Ihr werdet mich verfluchen. Nein, aber Fabian hat brutal aufgebaut dieses Jahr, Urs aber auch. Ich finde beide super, passen für mich perfekt in die Classic rein. Beide haben super verbessert, aber ich finde die Präsentation von Urs, da kommt einfach keiner dran ran. Und deswegen denke ich auch, dass Urs diesmal, dieses Jahr eventuell auch eine Top-3-Platzierung packen wird und Fabian eine Top-5-Platzierung. Also ich sehe Urs weiter vorne als Fabian, aber zurück zur Frage zu kommen, denke ich, dass Chris Bumstead den Titel holt. Dem schließe ich mich an. Chris Bumstead sage ich als Favorit. Und bei den anderen Sachen, die William gerade gesagt hat, Präsentation ist definitiv noch ein Ticken besser beim Urs. Der Fabi, der präsentiert sich perfekt, aber hat einen ganz anderen Stil halt. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen maskuliner. Beim Urs ist es ein bisschen femininer. Jetzt nicht falsch verstehen. Und da wird man sehen, auf was die Bock haben da. Und vor allen Dingen, wer noch da steht. Ich denke mal, der Ramon Diaz wird auch noch da sein. Der wird ein Wörtchen mitreden wollen. Definitiv. Wenn er in Form kommt, ist er auf alle Fälle ernst zu nehmen. Aber wie gesagt, die Frage ist beantwortet. Wir sagen beide Chris Bumstead. So. Ja, hier haben wir so eine Hall of Fame quasi. Alles deine? Nein. Hast du gesagt vorhin? Die habe ich bei mir im Keller. Nee, hier Hall of Fame. Hier haben wir ein paar bekannte Gesichter. Da ist zum Beispiel mein allererster Wettkampf. Das war 2017, das war noch die DBV. Da war ich noch ein kleiner Lurch. Ja, das war bis 90 Kilo Klasse. Aber okay. Hat Spaß gemacht. 2017 war es, ja, krass. Und hier war ich noch beim NAC in Belgien. Da hatte ich kein Gewichtslimit. Da hatte ich ein paar Kilo mehr. Hier waren es genau 90 Kilo. Und hier war ich dann viel praller, das waren so 4-5 Kilometer, da habe ich richtig dreckig geladen, weil das war mir scheißegal, das war so just for fun, okay. NAC in Belgien. Da siehst du auch schon den Unterschied, ne? Diese 4-5 Kilo waren nicht bemerkbar. Aber eigentlich bist du ja, wenn du weitergemacht hättest, wärst du nicht mehr so limitiert gewesen, nee. Wäre bestimmt noch was passiert. Also definitiv. Außer Classic Physik raus auf jeden Fall. Ja. Und dann kam der Job, privat, kennst du ja wahrscheinlich selber, und dann habe ich alles, musste ich runterfahren. Ich hatte noch nie einen Job, privat den hatte ich auch noch nie. Deswegen.
Wie machst du das mit Armtraining? Machst du erstmal, bearbeitest du einen Arm komplett durch, weißt du, was du Bizeps, dann Trizeps oder machst du den Wechsel? Ich habe es verschieden gemacht. Ich habe wirklich auf alle möglichen Systeme und Arten ausprobiert. Ich habe mich ja nie an einem Programm festgehalten. Ich fand es abwechslungsreich, so was ich auch immer geplappert habe hier schon auf den Videos, so weiter als nicht ganz zu üben. Okay. Wie ich mich gefühlt habe den Tag, was habe ich gemacht? Ich wusste nur, der Muskel ist dran und dann bin ich wirklich ins Training noch Gefühl gegangen. Okay. Mir die Übung ausgesucht. Okay. Ich bin kein Fan von Heftchen und Abhaken. Da, wo ich merke, ich kann 100% geben, egal wenn es heißt, intuitiv trainieren kann. Das mache ich dann. Okay, verstehe. Weil sonst ist das Training für mich für den Arsch. Wenn ich irgendwas mache, wozu ich keinen Bock habe, dann läuft das Training nicht. Dann bin ich auch nicht fokussiert, dann gehst du dahin, versuchst zwar dein Bestes zu geben, aber ich weiß, das ist dann nicht das Beste mental. Okay. Wenn man länger dabei ist, kann also man ja guckst du quasi, scheißegal, fange ich mit Trizeps an, fange ich mit Bizeps, so wie du dich fühlst. Ja, beispielsweise, ich habe einmal mit Rühl trainiert, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da haben wir erstmal immer Bizeps, Trizeps im Wechsel die ganze Zeit. Eine Übung Bizeps, eine Trizeps. War auch geil. Habe ich auch so. Ja, kann ich machen, habe ich auch damals probiert. Also kennst du auch das System? Aber was heißt jetzt, System? Die Art von Weise. Jetzt wir wollen ja den Leuten einfach mal heute eine Variante des Aufbaus zeigen, glaube ich. Ne? Und da würde ich den Bizeps zuerst dran nehmen und den dann auch pro Satz so viel Pause geben, dass er sich erholen kann, dass man wirklich ein optimales Ergebnis rausholt. 3-4 Übungen pro, also für Bizeps und Trizeps. Ja. Das sollte es sein. Ich habe eigentlich teilweise mehr gemacht früher. Also Minimum 20 Sätze pro. Okay, krass. Ne? Ja, das habe ich mir mal von dem Priest übernommen. So. Da hat der auch das kranke Band. Und dann dachte ich, okay, der hat einen dicken Arm, also versuchst du den Scheiß auch. Weil meiner, du weißt ja selber, der Arm ist nie dick genug. Was war bei deiner Spitze? 60 auf dem Wettkampf. Krass. Ja, von Lonnie Tepper gemessen ja den. Okay, krass. Also warst du ja bekannt für dicken Arm. Machst du uns bitte einmal den veganen Popeye für Heiko? Gerne. Der ist mein Vegan. Sehen ja aus wie ein Veganer. Popeye passt. Ja, was willst du für, was macht ihr denn da? Süßkartoffel oder normale Pommes? Ich würde mich heute tatsächlich mal für normale Pommes entscheiden. Normalerweise die Süßkartoffel, aber... Ja. Was willst du für Soße? Ketchup. Ketchup ist vegan, ja, Ketchup nehmen wir. Dann machst du... vegane Mayo. Nee, Mayo bin ich generell bei Mayo raus. Okay. Dann machst du mir den veganen Chili Cheese. Ja. Süßkartoffelpommes. Ja. Diese Trüffelsoße, ist die vegan? Nee. Komm, hau mal rein, egal. Trotzdem? Ja. Und 2 Cola Zero, ne? Ja. Weiter geht's, nächste Frage. Könntest du sehen, wie viel Umsatz du durch meinen Benutzercode gemacht hast? Lieber Flex Gino. Konnte ich nicht sehen. Flex Gino, falls du mich meinst, ich sehe leider nicht. Du müsstest mir einen Screenshot schicken, das weiß ich nicht. Ja, ich sehe nur die 6-stellige Abrechnung am Monatsende, aber da kann ich nicht zuordnen, wem die gehört. Also ich kann dir meine Favorites zeigen hier. Wir haben hier eine ganz alte Bizepsmaschine. Die ist, glaube ich, älter als ich selbst. Das ist ja nicht so schwer. Hör mal, ich bin schon 30. Das Ding feiere ich persönlich sehr, sehr gut. Das ist so eine alte, siehst du hier noch. Da war noch West. Da stand noch die Mauer. Genau dieselbe steht im Olympic. Genau dieselbe. Dann kennst du die. Findest du die gut? Geil. Ja. Pervers. Hier, West Germany, Alter. Bloß unsere, die im Olympic, die hat noch 2 aufrechte Griffe mit so einem Tellern dran, okay. Dass du auch Hammercurls kaufen kannst. Ja, korrekt. Aber sonst genau identisch dieselbe Maschine. Korrekt. Pass auf, wir machen mal einen Warmmachsatz. Ja. Einen richtig schönen. Da fängst du an mit 10 Kilo. Ja. Machst 10 Wiederholungen, die sind sehr locker. Ja. Dann 12, 15, 17, 20 und dann wieder rückwärts. Okay. Und immer Pyramide. 10. Und immer 10. Ganz normale Curls ohne Einlegen. Ganz normale Curls. Trainierst du eigentlich mit oder bin ich alleine am Training heute? Bitte? Trainierst du eigentlich mit oder ich hätte Rücken dran heute, schade. Ja. Das sind immer die bekannten Ausreden. Versuch mal noch beim Anfang auf alle Fälle das Pendeln wegzulassen. Konzentrier dich mal wirklich nur auf den Bizeps, dass das rein Muskel zieht. Was meinst du mit Pendeln? Na hier, mit dem Oberkörper. Ja, genau. Okay. Also quasi gerade bleiben. Und die Schultern ruhig, du kannst ruhig nach vorn gehen, aber nicht dieses seitliche immer, dieses, jetzt brauchen wir ja noch keinen Schwung, weil jetzt ist ja noch nicht schwer. Ja. Übrigens, weißt du, warum ich dir gesagt habe, Arme? Das ist mein Lieblingstraining. Ja, weil du weißt ja, ich sitze ja... Dann ist der nachher so aufgeblasen, richtig. Wenn wir die nächsten Videos drehen für deinen Channel. Genau, ich sitze ja bei mir immer auf dem Stuhl, man sieht die Brust kaum, den Rücken sowieso nicht, man sieht bei mir höchstens nur die Arme, deswegen das ist das wichtig. Stimmt, ich habe mir sagen lassen, du hast so eine Mens-Physikhose immer an bei deinen Videos. Was hältst du vom HIIT-Training? Gebe ich mal an dich weiter. Ja, perfekt.
Ich war ja eine Zeit lang bei Stefan Kienzel im Coaching. Echt, ja? Ja, hab da auch meine Prep gemacht für Ben Wilder Classic in London. Das war mein letzter Wettkampf 2020. Und nach der Prep im Aufbau habe ich mit dem HIIT-Training begonnen. Wie hast du abgeschnitten, wenn ich fragen darf? Finalplatzierung Top 5. Fünfter wurde ich auch. Und unter Stefan Kienzel? Ja. Hattest du nicht schon mal vorher gewonnen? Davor der Saison, das war mit Dennis James, worüber wir gequatscht haben, und Dennis Wolf. Ist ja merkwürdig. Das Ding ist, nein, er hat eine super Arbeit gemacht. Weiß ich doch. Aber das Problem ist, ich war schon, mein Gewichtslimit waren 93 Kilo und ich war mit 96, 97 fertig. Ich musste Schwitzanzüge machen, fasten und ich hatte wirklich am Wettkampftag die 93 Kilo erreicht. Schon groß aus Hamburg übrigens. Ja, Fritz Kohler. Ja. Und ich habe viel an Muskulatur und Substanz verloren. Wir haben mich nicht mehr voll bekommen. Und die Waage war auch am Wettkampftag, das war auch beschissen. Na gut, aber warst vorne. Und ich war vorne dabei, ich hatte auch meine persönliche Topform. Und danach hattest du HIIT-Training? Genau, und nach der Saison habe ich mit dem HIIT-Training erst angefangen, im Aufbau. Es funktioniert auf jeden Fall, aber was du machen musst und was mich gestört hat, war das ständige Notieren. Es ist für mich aufwendig, du trainierst intuitiv, nach Gefühl. Und ja, beim HIIT-Training musst du notieren, weil du musst dich stetig steigern und man weiß in den Grundübungen, was man drückt, was man bewältigt. Ja. Aber beim Butterfly oder Kabelzug, da merkst du dir nicht genau das Gewicht und du versuchst dich halt immer zu steigern. Ich habe es zeitlang gemacht, aber jetzt habe ich wieder rüber geswitcht. Ich mache ab und zu einen Fünfer-Split, ab und zu Push-Pull-Beine, aber HIIT-Training aktuell mache ich nicht mehr. Versuch nur nicht einzuknicken. Bleib ganz ruhig, alles ruhig lassen, nur den Bizeps arbeiten lassen. Hältst du auch oben kurz auf Spannung? Nö, brauchst du nicht. Den Warmmann brauchst du nicht. Sonst schaffst du die nächsten nicht. Ja, ich krieg gerade deine Aura, Alter, wenn du mich anpackst. Ne? Ja, geht gleich viel besser, ne? So, direkt gleich an die nächsten ran, ohne Pause. Der Warm-Up-Satz. Nee, den machen wir ja jetzt. Der will mich doch hier komplett ficken. Mein Arm ist gleich schon zu, Heiko. Ja, der ist noch nicht zu. Aber nach dem ersten bist du schon gut K.O. so ein bisschen. Also der ist quasi vorermüdet. Ich schwitze schon aus dem Arsch, sowieso, also ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich halte da sehr, sehr viel von. Doch, auf jeden Fall. Ich mache zum Beispiel auch beim Brusttraining immer Butterfly-Vorermüdung als erste Übung. Ja, geil. Schön Blut reinballern, dann hast du schon mal guten Pump. Und dann gehe ich erst an schwere Druckübungen ran. Wie soll ich denn machen davon? Immer 10. Also ich zähle gar nicht. Sind auf jeden Fall schon über 10. Na, wie gesagt, umso schwerer wird, umso mehr kannst du ja dann auch ins Abfälschen gehen. Meinetwegen, Hauptsache der Muskel, der bekommt einen schönen Reiz. Jetzt kommt was. Wer hat die geilere Harley? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Ja. Ist Geschmackssache. William liebt seine, ich liebe meine. Was fährst du nochmal? Also eine Street Glide. Ah ja, hattest du früher, jetzt hast du Street Glide. Ja, ich hatte vorher hatte ich eine V-Rod. Ich hatte auch meine Indian Chief Classic. Okay. War auch ein sehr geiles Motorrad. Okay, bin ich noch nie gefahren. Dann hatte ich davor jetzt die Triumph Rocket 3R. Völlig krank. Schrott. 2,5 Liter Hubraum. Okay. 221 Newtonmeter. Okay, das ist schon krank. Also von der Geschwindigkeit ist heftig, ne? Von unten raus, abartig. Ich liebe meine Harley, aber Street Glide wäre auf jeden Fall, aktuell fahre ich Lowrider S, aber Street Glide wäre so nächste Etappe, habe ich Bock drauf. 17, keine Kunstpause hier. Da merkt er was. Der William, der raffinierte Sack. Ich kriege schon Krämpfe, Alter. Ich wollte schön vom Thema ab. Scheiße. Vom Training ablenken. Ja, komm, beißen. Das ist doch alles easy. Ne? 20 noch mal versuchen, wenigstens so viel wie du kannst. Ich fick mich schon in der ersten Übung, Alter. Ich glaub's wohl gar nicht. Arme schon zu, am Verkrampfen. Aber ich hab gehört, du kannst beißen, Dicker. Genau. Also. Oh Gott. 17. Das ist doch nicht normal. Komm, 17. Wo waren denn die 17er? Die du gerade hattest, ich davor. Ich seh die nicht. Ich glaub, da hinten, wa? Ja. Das ist eine 12er. Schön nach vorn weg, genau. Rein im Bizeps. Also die sollen schon noch im Bizeps ankommen, also sollen keine Schulterjungen werden. Jawohl, lass mal so stehen, das war mal. Das war Warm-Up? Das kann man einmal durchgehen und dann fangen wir an so ein bisschen. Shaker ist schon schwer.
Ich weiß, dass das anstrengend ist, ne? Aber ich glaube, so ein vorermüdeter Muskel, der reagiert halt besser, wenn man es jetzt nicht so gewohnt ist. Wenn du es natürlich permanent so machst, ist klar, dann kommt da auch eine Routine rein irgendwann, wie in alles. Ne? 100%. Aber ich sag dir ganz ehrlich, schon sehr, sehr auf Spannung, sehr, sehr guten Pump schon. Ja. Unfassbar. Also das habe ich normalerweise, ich trainiere ja ganz anders. So Pyramiden, Supersätze mache ich gar nicht. Da, so ein Gefühl habe ich eigentlich am Ende des Trainings. Okay. So voll ist der. Ja, aber ist doch geil, dass du jetzt schon voll geil hast. Natürlich. Ne? Überleg mal, was du für Zeit sparst, Digga. Zeit ist Geld. Und Geld, bei dir. Und Geld ich brauchen bin, ich bin Student. Bei mir ist egal. Bei mir ist alles gleich. Student. Ich krieg immer mehr BAföG und das war's. BAföG, auch gut. Mit was verdienst du denn Geld? Die Frage gebe ich mal an dich. Okay. Grundsätzlich sitze ich auf meinem Racingstuhl im Büro und gebe meinen Senf zu diversen Leuten aus der Fitnessszene ab. Das ist meine Hauptberufung. Also du bist Influencer, hauptberuflich. Ich hasse das Wort, aber eigentlich ist, also. Ist es so. Natürlich dann durch meinen Sponsor NP Nutrition, die unterstützt mich auch tatkräftig, unfassbar gut. Danke nochmal an der Stelle. Ist bei dir, glaube ich, auch genauso der Fall. Ja. Natürlich bedanke ich mich auch an die Community für die zahlreichen Bestellungen durch meinen Code. Und ich mache noch Coaching, Online-Coaching. Da habe ich auch ein fettes Team zusammengestellt. Also nicht ein Team aus Mitarbeitern, sondern ein Team aus Coaching-Jungs, die bei mir unter der Fittiche sind. Die betreue ich auch noch von dick, dünn, Wettkampfvorbereitung, alles Mögliche. Und das ist eigentlich mein aktueller Job. Gelernt bin ich Chemikant. Ich habe vorher bis... Was bist du? Chemikant gelernt. Chemiker. Chemiker musst du studiert haben, das ist was anderes. Chemikant ist in der Produktion, irgendwas zusammenmixen, zusammenmischen. Ah, okay. Da haben wir Farben gemischt für Fahrzeuge, das war... Also hast du mal was Vernünftiges gelernt? Richtig. Falls es mal nicht klappt, siehst du mich wieder in der Fabrik. Ja. Und nein, es ist nicht die Pharmaindustrie und nein, ich mische kein Testosteron zusammen. Das kann ich leider nicht. Warum leider? Ja, sonst... schön in die Enge getrieben hier für euch. So, was machen wir jetzt? Nehmen wir mal... Ich würde sagen, die 12er. Ja. Jetzt fangen wir an, wirklich konzentriert eine Seite, du hast die andere trotzdem eine Hantel drin, ja. Eine Seite ganz konzentriert leer machen, 10 Wiederholungen, okay. Wechseln. Bam. Okay. Ohne Breakdance, ohne alles. Gerade stehen wie eine Mauer. Einfach wirklich, dass du wirklich nur den Bizep arbeiten lässt und ein schönes Gefühl nach vorne wegbekommst. Okay, so. Okay. Richtig schön in den Bizeps rein, ohne Pause. Wenn 10 voll sind, direkt wechseln, wieder gleich. Nee, gleich weiter. Gleich weitermachen. Leg andere Seite. Mann. Andere Seite. Ja, Bizeps-Fan. Und los. Und eins. Ja, die Basis sind schön auf die Teile. Katastrophe. Ich hatte lange nicht mehr so einen Pump, das ist jetzt kein Spaß. Ja, das sieht gut aus. An den 60er komme ich nicht ran, aber sind so 50, 51 auf Pump. So kalt habe ich tatsächlich letzte Woche gemessen, waren 49 kalt. Also hast du 50er. 50er reicht, also, damit reicht, ne? Für den Kiez. Du bist nicht untermaßig, also Gesprächspartner auf jeden Fall. Reicht, um große Schnauze auf dem Stuhl zu haben, ne? Das ist die Hauptsache. Naja, das Geile ist ja, das können ja die anderen auch ohne Arm. Die Weltmeister sitzen im Fernsehen in der ersten Reihe, weißt ja, du selber. Fußballkommentator hat noch nie ein Tor geschossen, aber kommentiert. Kritisiert, ist normal. Wie war denn Stack damals, beziehungsweise Kalle? Beziehungsweise wie viel Gramm, was das war das meiste? Das will ich vor der Kamera eigentlich gar nicht sagen. Es war viel. Also ich habe ja immer so phasenweise mal probiert, wo ich noch keine Unterstützung von Coaching oder sowas hatte. Aber interessante Frage auf jeden Fall. Ich war auch fünfstellig gewesen, habe ich auch schon mal gesagt. Aber wie und was genau werde ich hier nicht erzählen, weil ich euch keine Anleitung gebe. Und weil ich ja weiß, dass es da Experten gibt hinter der Kamera, die denken, wenn ich das Dreifache oder das Fünffache nehme, dann wäre ich auch fünfmal so breit wie der Kalle. Und deswegen lasse ich die Frage einfach mal so stehen. Ich war kein Kind von Traurigkeit. Ich habe mich gut durchprobiert. Im Profi-Dasein ist das dann tatsächlich weniger geworden wie im Amateur-Dasein. Ja. Das habe ich auch oftmals gehört, ja, dass die Amateure tatsächlich mehr knallen als die Profis. Naja, wenn man es nicht weiß und du musst ja selber probieren. Ne? Und ich, wie gesagt, ich war im 5 Gramm Bereich gewesen und ja, es ging mir gut. Wir haben tausende Supplements für deine Ziele. Hunderte Hersteller, aus denen du wählen kannst. Deine Waren werden blitzschnell an dich versandt, sodass du nicht lange auf deine Supplements warten musst. Unser Support ist immer für dich erreichbar. Wir sind Gigas Nutrition. Kurzhandel bleiben wir. Ja. Jetzt nehmen wir aber richtig so schon
ein paar männermäßig schwerer, weil ja, die sind zu, verletzen die kann man sich jetzt eigentlich nicht. Ohne jetzt kannst du auch mit Schwung ein bisschen gehen. Schwer und falsch. Halt. Aber kontrolliert falsch. Kontrolliert, ja. So, dass man es noch spürt. Genau. Ich bin, könnte ich schon sagen, irgendwo auch ein Fan von schwer und falsch, sobald man es noch spürt. Beispielsweise, du machst die ersten 5-6 Wiederholungen sauber und dann knallt so wie gerade noch 3 ekelhaft hinterher. Ich finde, es bringt mehr, als wenn du die 3 nicht machst. Siehst du, und da... Das verstehen die Leute nicht. Dann mach lieber 3 oder 5 sauber und extrem schwer, schmeiß weg und nimm die nächsten, reduziere. Oder so. Und dann kommst du am Ende auch auf deine Wiederholung. Oder so, ja. Das geht auch. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Ja. Ja, dann nimm dir mal so ein paar Männerhanteln und dann... Was sind Männerhanteln? Na, ich weiß nicht, was du schaffst. Wir haben auch 80er unten. Wird schwierig. Die kann ich höchstens rudern. Wird schwierig. Eindrehen im Peak. Und wenn den Schwung, wenn es geht, nach vorn. Nicht, was die meisten machen immer. Mit Körper bouncen. Ne? Klar kommt man ein bisschen nach unten, aber ich würde den Schwung lieber in die Richtung nehmen, okay, um den Arm zu unterstützen. Okay. Schmeiß mal weg, ihn zu leicht. Schmeiß weg, will ja. Zu leicht? Ziehen zu leicht. Heiko, ich bitte dich. Nimm mal 25er und dann mal ein bisschen so mit so Grundsprung so. Und dann geht's los. Das fehlt mir gerade. Das ist einfach, ich nehme eine schwere Hantel und versuch mal richtig aggressiv, so als ob du wirklich dich vorbereitest auf irgendwas. Ah. Jawohl. Jawohl, genau. Schmeiß die Dinger hoch. Ja. Ein bisschen Tempo raus beim Runtergehen, ansonsten super. Ach du Scheiße. Boah. Super. Alter. Ach, der war geil, da reduzieren wir gleich. Komm, gleich die 15er. Gleich die 15er und weiter. Das ist doch gut gelaufen. Du musst spür sie. Komm, schaffst du. Fisch verarschen, ne? Ja, geil. Ja, ist geil auf jeden Fall. Ja, Alter. Nur Frosch im Hals. Ich füll mal eben auf, ne? Okay. Oder sehen, macht Freude mit, wisst ihr. Ja. Ich bin hier, ne? Ja, bis morgen. Ciao. Wie gesagt, der gibt sich Mühe und ich will mal so ein bisschen zeigen, wo der will dem so ein bisschen in der Komfortzone, da will ich ihn rausholen, aber er macht's gut. Kann man so stehen lassen, auf jeden Fall. Wie ist eure Meinung zu 250 Teste E im Aufbau? Lächerlich oder sinnvoll? Sinnvoll lächerlich oder ja, nee, was sagst du? Funktioniert auch. Je nachdem, was man für Ziele hat. Du kannst auch mit 250 Tests aufbauen, wenn die Ernährung passt, wenn dein Training passt. Was die Leute vergessen, der menschliche Körper produziert 6 bis 9 Milligramm am Tag. Und wenn du dir 250 die Woche hinzufügst, bist du schon weitaus drüber vom Naturalbereich. Also es funktioniert auch, aber bis zu einem gewissen Level. Es ist jetzt auch kein Wundermittel, ne? Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich schließe mich dem an. Wenn du Körpergewicht von 25 Kilo hast, dann funktioniert das definitiv. Die meisten wollen ja knallen, bevor sie irgendwas machen. Kommt mal aus eurer scheiß Komfortzone raus und bewegt eure vollen Ärsche und trainiert eure Körper. Und dann könnt ihr euch mal Gedanken machen über sowas und dann fangt ihr halt mit 250 an. Dann beobachtet ihr, was passiert. Und wenn euch das reicht, ist okay. Und wenn es euch nicht reicht, na, dann müsst ihr euch Gedanken machen. Jawohl, jetzt zeigt er uns endlich Muskeln, Alter. Es wurde auch Zeit. Hast du echt die erste Übung abgewartet, ne? Bis alles, immer, bis Blut drin ist. Deine Brust, die ist ja so ein bisschen hinterher zum Schulterarm, ne? So ein bisschen. Schultern sind sehr dominant, was bei mir aber ein krasser Effekt ist. Es gibt ja so Leute, die sind auf Pump Tag und Nacht. Ist bei mir der Fall. Hast du ja auch gerade bei den Armen gesehen. Ja. Unscheinbar, wenn die kalt sind, sobald ein bisschen Blut drin ist, sieht es ganz anders aus. So ist es auch bei mir bei der Brust. Eigentlich ist es bei mir keine Schwachstelle. Nur wenn die nicht auf Pump ist, ist die sehr flach. Okay, weil ich dachte jetzt so, weil du, aber Schulter ist schon weil du so in die Boxerhaltung so ein bisschen reingehst. Wenn du dir hier den Bügel hier aufmachen lässt, also aufmachen von einem Physio, die Faszien richtig mal... Habe ich nächste Woche sogar einen Termin wieder. Du wirst mal sehen, wenn das so ist, definitiv, dann arbeitest du auch ganz anders. Du kannst auch die Brust ganz anders ansteuern. Ja. Ich habe das ein paar Mal... War auch immer unglaublich. Trägertherapie und dann die nächsten, was extrem ist im Rücken. Du hast einen Pump im Rücken, wenn du einmal die Faszien löst, einmal alles aufmachst. Und vor allem, wie beweglich du bist. Du merkst viel ganz anders, dass die Muskulatur ganz anders arbeitet. Ja. Also telefonieren könnte ich jetzt nicht mehr nach der zweiten Übung. Okay. Was machen wir jetzt? Dann wir kürzen das ab, wir nehmen uns eine Langhantel. Guck mal, wenn wir normal ist ja jetzt, tut es ja weh in den Gelenken, ne? Das heißt, der Arm dreht sich automatisch so. Ich will aber, dass du genau das Gegenteil machst und den Schwerpunkt auf den Handballen legst, anstatt hier. Ja. Ne? Und dann hältst du dann die, wie würdest du die Stange halten? So, dass es so, also so. Okay.
Und dann, den Schwerpunkt einfach nur auf den Ballen. Auf innen legen, genau. Ne? Okay. Sieht ein bisschen bescheuert aus, aber du wirst merken, es gibt ein geiles Gefühl in die Spitze rein. Ich komm nicht höher, ne? Ja, schön drehen, schön nach außen genau. Ich konzentriere mich. Schön auf den Bizeps, lass nur den arbeiten. Und wenn der die Arbeit übernimmt und das nicht nur abfälscht, wenn der SZ-Hantel dann, wenn Schwergewicht nicht abfälscht, ist eine andere Übung. Aber das Ding, das ist einfach nur brutal. Weiter, ohne Pausen, keine Pausen. Jetzt rein. Jetzt 4. Jetzt 3. 2. Der war gut. Und 3. Und noch 3 machen. Sorry. Hätten wir noch mehr abrufen können. Das ist ja da. Ne, das ist immer nur, man will mal in der Komfortzone rumhängen. Aber da muss mal rausgeprügelt werden. Weil ich gerade auch aufgefüllt habe, mit einem Kumpel gequatscht, sagt, dass es geisteskrank das Training hat. Alleine sich so zu pushen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Wenn man zu zweit trainiert, also mit einem Partner, ist es einfach. Oder konntest du dich damals in deiner Bestzeit, warst du immer alleine am Trainieren oder mit Partner? Ja, kaum, weil ganz am Anfang als Amateur hatte ich noch Partner gehabt, als Profi dann kaum. Weil erstmal haben sie es nicht ausgehalten, das Training, weil das war so ähnlich wie mir, bloß nicht ganz so lang halt. Und dann haben mich aufgehalten. Ich fand, die haben mich aufgehalten. Und ich habe mich immer so an meinen Zielen motiviert, weil ich wollte nach Amiland, ich wollte da unbedingt drüber. Und dann war hier, das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Ich war wirklich total, also ein richtig bescheuerter Idiot. Ja, wo sind die Scheiben hin? Aber es ist der Unterschied halt, wenn man es nicht kennt, dann machen natürlich auch die leichten Gewichte so einem zu schaffen, weil man ja erstmal die Motorik, die Abläufe reinkriegen muss. Der Muskel reagiert komplett anders, als wie bei der Ausführung, die ich gerade William gezeigt habe, als wenn ihr normal zieht, da würde William wahrscheinlich auch mit einer 20er Scheibe oder 15er Scheibe jeder Seite trainieren können. Aber wenn ihr den Schwerpunkt auf 4 verlegt und wirklich der Bizeps komplett isoliert ist, also raus isoliert ist, ganz andere Geschichte. Also einfach mal ausprobieren, gut aussehen und Fresse halten. Frage den William, warum er Push-Pull-Beine trainiert. Steht wirklich hier. Ja, weil es mir in erster Hinsicht Spaß macht. Und das ist das Wichtigste. Wenn man es hobbymäßig betreibt und keine Wettkampfambition hat, aktuell bei mir, ich habe gerade keine Wettkampfambition, ich möchte gerne noch einmal starten, so einen letzten Tanz machen. Funktioniert bei mir, ich baue weiterhin korrekt auf und ich finde, der Spaß sollte an erster Stelle sein. Und deswegen mache ich Push-Pull-Beine. Aber ich mache auch einen Fünfer-Split, ich bin flexibel. Da hast du was Richtiges gesagt. Der Spaß sollte tatsächlich an erster Stelle stehen. Nicht mehr bewegen. Ach. Was ist das? Mein Arm, der ist voll wie sonst was. Ja, der sieht schon stabil aus jetzt, ne? Ich sag euch eins, der Typ ist irre. Bei der zweiten Übung, ich komme nicht auf mein Leben klar. Sag ich nicht nur, weil die Kamera läuft. Das Schöne ist ja, dass ich wieder sehe, dass es funktioniert. Weil wenn du einen anderen Reiz bekommst, dass dein Körper so reagiert. Weil, und das ist ja das, die Leute sagen nach 20 Jahren, ja, das liegt am Stoff bei uns. Nee, liegt's nicht, weil die sind kreativ beim Training und hocken alle mit ihrem fetten Arsch in ihrer Komfortzone. Ne? Das ist krass. Also das motiviert mich auch jetzt gerade ein bisschen. Für meine weiteren Trainings, die jetzt bevorstehen. Ja, weil du weißt, was machbar ist. Wenn du dich irgendwann festfährst in so ein Training, wo du immer nur dasselbe machst und die Intensität. Ja, genau, du denkst ja, das ist das Limit. Genau. Ja, aber es geht nicht mehr. Das vergessen die Leute. Das sage ich auch allen Klienten, die ich bei mir habe, bei den PTs. Der Körper, der ist so viel mehr belastbar wie der Kopf. Die setzen sich alle die Sperre im Kopf. Und im Endeffekt muss ein guter Coach nur deine Schranken oben aufmachen. Das ist das. Ja, das ist es. Gleich erstmal Kühlpacks besorgen. Für den Bizeps. Das habe ich nie gehört. Ah. Warte mal, ich würd wahrscheinlich sogar mit dem Ellbogen ein bisschen weiter zusammengehen. Ja? Genau. Dann machst du ja die Gelenke etwas leichter und du hast ein noch besseres Gefühl im Bizeps. Oh. Jetzt geht's los, Digga. Ah. Weiter, so weitermachen. Oh. Weiter geht's. Zieh. Noch ein. Und langsam runter, ganz langsam, langsam. Oh Gott! Geile Scheiße, Alter. Busfahrer. Mit dem Knüpp. Aber es gibt Typen, die laufen auch ohne Pumps so rum. Kenn ich viele auch hier im Gym. So, die Lottozahlen Plus, danke für diese wichtige Frage. Was für Lottozahlen? Achso, der will die Lottozahlen wissen. 31, 69, schon mal meine beiden Lieblingszahlen. Und 0815. 0815.
Komm, Ian, machen wir noch. Weißt du was gerade, ganz kurz, was ein Problem ist gerade, was mich gerade an dem Training, eine Sache habe ich auszusetzen. Das hier, das ist mehr aufgepumpt, der Unterarm, als der Bizeps. Ist doch normal, weil das gar nicht gewohnt ist. Gar nicht, null. Na, guck mal. Ich kriege immer meine Finger auf, Alter. Du musst ja richtig zupacken, ja, wie so ein Mann. Nicht so, guck mal, die meisten machen ja diesen schwulen Griff hier, da, so, Affen, so hier, denn so. Kennst du das? Weil sie nicht mehr halten können. Klar, es wird immer zugegriffen und das ist immer eine beschissene Einheit zum Muskel bis zur Schulter hoch. Und wenn die Hände aufgehen und dann hier, oh, da sage ich mal, wie so eine Alte macht, du hast doch gar keine Kontrolle mehr über das Gewicht. Aber wenn du das machst und das nicht kennst, dann geht der Unterarm logischerweise zu. Ey, Unterarm ist voll bei mir gerade. Ja. Ekelhaft. So, also, wie Männer zugreifen und nicht wie Pussys, bitte. Und ihr seht ja, was passiert hier, ne? Bei William, da hat sich der Arm schon fast verdoppelt jetzt. Und noch nicht. So bleiben. Ja. Was? 9 Stück. Was? 8. Was? 2. Und noch ein. Und langsam. Langsam runter, runter. Boah. Geiler Scheiß, Alter. Und da geht noch mehr. Man kann noch viel mehr bei dir abrufen. Dich würde ich gerne mal einen Monat in die Fuchtel nehmen, Alter. Da wäre Feierabend. Ja, ein richtiges böses Tier würde ich aus dem machen, Alter. Ja. Weil der bringt ja alles mit. Der bringt ja alles mit. Das wäre gut. Hammer. Da würden wir ein paar Sachen springen, über Grenzen gehen. Ja, definitiv. Also bei Beintraining hätte ich jetzt schon gekotzt. Eben mal gekotzt, glaube ich. Ja, krass. Aber ich bin ja ein Fan von Intensität und richtig schweren Gewichten. Also so eigentlich, was sich beißt. Und kriegst du so eine Mauken von. Schwierig, ja. Abartig. Aber machst du nichts mehr hinterher. Also nach Quartier liegst du da vorne auf dem Sessel und machst gar nichts mehr. Fährst nicht mal nach Hause. Ne? Machst erstmal ein Nickerchen und so. Feierabend, ja. Aber dann wächst man halt auch. Dann frisst man richtig dazu. Kalorien rein. Körper nimmt sich hier was da, was dort was. Von dem ganzen Scheiß, von dem Überschuss. So wächst man. Also Oldschool-Prinzip. Es funktioniert. Beides funktioniert. New School auch, aber Oldschool, es funktioniert 100%. Ich bin fest überzeugt davon. Was haltet ihr von Brose? Also ich nicht viel, weil ich ihn nicht kenne. Und weil das ist so dieser Vegane, ne? Nein, natural, aber nicht vegan. Ich habe ihn tatsächlich dieses Jahr kennengelernt. Ich habe auch zusammen mit ihm trainiert. Ja, dann ist ein du was sehr dazu. Gastfreundlicher Typ, hätte ich im Leben nicht gedacht. Weil oftmals ist auch eine große Nummer in dem Game. Ist das der mit dem McLaren? Nein, das ist Erdem. Aber obwohl ich glaube, Brosep, ich will nichts Falsches sagen. Ob er einen hat oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ein super Typ, aufrichtig. Er macht sein Ding, er soll sein Ding weiterhin machen. Für mich ist das ein bisschen zu viel Science-basiert, zu viel Wissenschaft, aber dafür gibt es auch die richtigen Zuschauer. Ich bin's nicht, genau. Er soll es machen. Naja, dafür gibt es eine Menge Zuschauer. Grüße gehen raus. Weil die Leute sich ja sehr der Wissenschaft ergeben in letzter Zeit, in den letzten definitiv. Jahren. Und ja, ob es was bringt oder nicht, müsst ihr für euch entscheiden. Wie gesagt, ich kann zu ihm nichts sagen. Deswegen habt ihr eure Antwort bekommen. Jetzt gehen wir nochmal an Scott Kern. Dann hier machen wir auch Reduktionssätze, glaube ich. Wir machen also schön. Eigentlich müssen wir noch ganz viele Übungen machen. Aber wir lassen es erstmal dabei. Wir wollen. Ist ja noch Trizeps an der Reihe, ne? Ja, nee, logisch. Oh Gott. Worauf habe ich mich eingelassen? Trizeps auch cool. Mach den normalen engen Griff, würde ich sagen. Ne? Okay. Die ist sehr schwer. Also ich trainiere die mit 6 bis 7, wenn ich trainiere. Aber ich trainiere halt okay, ganz nein, anders. Ne? Dann ich trainiere sehr sauber. Mach mal eine 4 zum Anfang. So ein zum Training ist für mich gerade. Genau. Das ist nicht viel. Glaub mir. Alter. Komm, 2 Stück. 2 Stück. 2 Stück. Komm. 3 noch. Bitte? Kommt dann auch noch eine? Nee, hier mal. Also. Ja, normalerweise ja. Es ist doch geil. Ich habe immer gar kein Ende gefunden, weil dann ist mir das noch eingefallen und das noch eingefallen. Was und irre. Man muss schon ausschalten, ja. Man muss schon ein Ding an der Pfanne haben. Das schützt das. Jetzt wird's interessant. Okay. Tim oder Roman in Tampa? Ja, da habe ich ja jetzt letzte Woche die Reaction abgedreht. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster. Es sind völlig 2 verschiedene Körpertypen. Tim hat die Masse. Ja. Nicht die Linie. Ist kompakter, ja. Roman ist, denke ich, wird viel härter kommen als Tim. Dafür ist Roman bekannt. Aber Roman fehlt auch Fleisch. Definitiv. Ist jetzt konstruktive Kritik. Die beiden spielen in der großen Liga mit, im Open Bodybuilding. Und ich denke mal, schwer, Alter, schwer zu sagen. Ich würde jetzt einfach mal auf Tim tippen.
Auch weil Tim, glaube ich, schon einen größeren Namen hat, weil er mehrere Profi-Wettkämpfe bestritten hat diese Saison. Tim, ich glaube, das ist sein dritter oder vierter Wettkampf, oder? Ja, die Saison? Er hat einfach mehr Shows gemacht und Roman war einfach zu lange weg. Das Härtepaket, also ich hätte persönlich eh nicht gedacht, dass Roman wiederkommt nach seiner Hüft-OP. Ja. Aber die Beinentwicklung ist echt anerkennenswert, gut, muss man tatsächlich sagen. Auf jeden Fall, habe ich auch gesagt, ja. Aber das Problem ist, obenrum fehlt es tatsächlich an Fleisch, gerade im Rücken auch. Ich denke mal, da werden die Schwierigkeiten anfangen. Wie gesagt, dass er lange weg war, kommt noch dazu. Wird man sehen, wenn sie beide nebeneinander stehen, vielleicht machen sie das ja mal aus Jux und Dallerei. Wäre geil, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, Tim, dass Tim, wenn er nicht verkackt, und er wird nicht verkacken, mal, weil er, dafür ist er viel zu professionell und viel zu ehrgeizig, dass er das Rennen machen wird da in dem Fall. So, let's go. Machen wir jetzt... Ich mache jetzt mal eine 6. Ja. Die ist schwer. Ja. Und dann reduzieren wir. Ich sag dir den Mann. Kann ich dreckig machen? Oder sauber? Nee, bleibt noch cool. Also, wenn es dreckig wird, reduzieren wir. Ich weiß nicht. Wir machen einfach. Genau. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Das ist Arbeit. Komm, noch rein. Und dann langsam weg. So, weg. Langsam weg. Zack. Zack. Zwei. Rein und langsam. Malle. Gott, er sagt Leerpumpen. Was willst du da Leerpumpen? Da ist nichts mehr da. Also ich würde mal sagen, Bizeps ist fertig, oder? Da kommt doch nichts mehr bei rum. Aber ich krieg doch jetzt vielleicht die drei. Hast du nicht zum Anfang gesagt, ich soll sagen? Ja, ja. Ich sag nicht mehr. Können wir aber tatsächlich abkürzen, weil wenn er durch ist, ist er durch. Ich krieg nichts mehr hoch. Ja, wir können, ja, kein Problem. Ich gebe nicht auf. Deswegen trainierst du es ja in Zukunft. Ja. Ne, es wird von Mal zu Mal besser werden. Das Wort Training wird ja immer einfach nur so dahin gesagt. Ich trainiere eine Übung, um sie besser zu können. Heute sagen sie Progression natürlich, um zu steigern, dies, das, jenes. Ich trainiere mich, um meine Gewichte Mal zu Mal versuchen zu steigern oder die Wiederholung oder wie auch immer. Aber das hat mir schon gut gefallen. Fangen wir am Kabel an, würde ich sagen. Ein bisschen warm zupfen. Ja. Nimmst du irgendwelche Sachen beim Training? Ja. Kannst du ruhig sagen. Kein Problem. Ich habe Cluster-Dextrin drin. Oh, 50 Gramm und EAS. Und Kreatin tue ich noch rein. Das war's. Drei Sachen. Ja. Ich mache meistens rein Bionic Joints für die Gelenke. Auf das Zeug schwöre ich wirklich. Ja. Seitdem kann ich wieder volle Knie bringen, machen und alles. Ja. Also Bionic Joints, dann Kollagenpeptide. Ja. Viel Glutamin nehme ich beim Training schon mit rein. Basenpulver. Ja. Ja, wenn du schnell sauer wirst, dann ist ja klar durchs Training. Kreatin nehme ich auch mit rein. Also 4, 5 Sachen. Ach so, Arginin und Hydro. Sie nehme ich momentan rein noch. Ne? Das alles, was du aufgezählt hast, bis aufs Basenpulver, nehme ich auch, aber vor oder nach dem Training. Nicht ich bin immer zu faul. Ich mache immer alles. Ein Cocktail und rein. Vorher nehme ich eine große Handvoll EAAs und keine Ahnung was. Und danach, oder so, ja, und danach nehme ich meistens noch eine Handvoll Kapseln Glutamin. Okay. Ne, dass ich dann, also Glutamin, finde ich, kann man dabei und danach gar nicht, gerade wenn du so ablieferst, brauchst Regeneration. Definitiv. Auch gut für die Verdauung. Ja.